Hallo ihr Lieben, heute ein neuer Style-Coach-Dreh und ich bin heute mit Sven zusammen. Wir sind ein Team. Genau. Und wir dürfen heute die Isolde begrüßen. Mein Name ist Isolde, ich komme aus Bad Lauchstädt, kenne die Sendung aus dem Fernsehen und habe immer schon mal gedacht, ja, müsste ich mich mal melden. Und ich möchte gern, dass meine Haare anders gestylt werden, ich möchte nicht mehr so blond sein und ich möchte irgendwie einen Tipp bekommen, wie ich meine Figur ein bisschen kaschieren kann, weil ich ja doch in den letzten Jahren alle ein Kilo zugenommen habe und es auch sehr, sehr schwer ist in meinem Alter, ich werde die 70, das wieder abzunehmen. Und das wird spannend, das wird richtig spannend. Richtig, Sven. Ja. Haartechnisch hat sie ja irgendwie sehr, sehr, sehr feines Haar. Sie wünscht sich irgendwie einen kompakten Haarschnitt. Sie hat mir auch verraten, dass sie bald 70 wird. Ich sehe es jetzt nicht. What? Ja, echt? Krass, komm, hör ja. auf! Und trotzdem, ja, ich meine, sie ist ja schon eine recht schicke Frau, aber hat ja doch Optimierungsbedarf. Du hast ja auch einiges, was sie dir gesagt hat. Ja. Also sie hat mir so eine kleine Challenge gegeben, so 5 Basic-Teile, die ein bisschen schlanker, ein bisschen schmaler machen, aber trotzdem ein bisschen Farbe. Wir dürfen auch ein bisschen mutig bei ihr sein. Ja. Also sowohl du als auch ich. Und von daher, ich glaube, wie du sagst, Optimierungsbedarf, wir schleifen es einfach noch ein bisschen besser. Genau, also feines Haar, jünger machen, schön geschminkt. Das ist unsere Challenge. Das ist unsere Challenge und ich denke, das kriegen wir hin. Ich denke auch. Ich denke, wir sollen anfangen, ja? So machen wir es. Isolde, du kannst kommen. So. So. Oh. Guck mal, also das ist ein sehr schöner Look. Noch eine helle Tasche könnte ich mir drauf vorstellen. Und dann bist du stadttauglich. Also dann kannst du bummeln gehen. Und ich will dir trotzdem von der Passform, von der Schnittform nochmal eine andere Variante vom Kleid zeigen. Und dann können wir ja auswählen, was dir am besten gefällt. Genau. Okay? Okay, machen wir das so, ja? Gut. Sag wieder nichts. Ja, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Na? Aber sowas Ähnliches habe ich zu Hause im Schrank. Okay, dann sind wir ja schon mal nicht verkehrt, wenn du sowas im Schrank hast. Genau. Okay, aber nochmal hier für dich vielleicht auch vom Tipp her. Das ist sehr schön, weil es auch schmal geschnitten ist. Hat hier so 2 kleine aufgesetzte Taschen. Sehr figurumspielend auch tatsächlich. Wir lockern es jetzt mit einer Jeansjacke nochmal auf und den Sneaker. Aber auch das ist ein Kleid, was du dir gut erlauben kannst. Ja, durch die Jacke ist das noch ein bisschen. Und es macht halt wirklich auch schlank, ja. Schlank. Genau. Okay. Lass uns gucken. Genau. So, anschauen, wie es aussieht. Du wolltest ein Tagesoutfit. Ich sag's mal so, ganz unkompliziert, ganz leger und einfach zu handeln. Genau, das ist, gefällt mir. Gefällt dir? Ja, das gefällt mir. Ich sag dir auch, was ich mir bei gedacht habe. Wir haben Flower Power doch mit aufgenommen. Es zieht sich durch den Sommer und durchs Frühjahr. Das heißt, hier finden wir uns wieder. Mhm. Du siehst es, wir haben eine schöne schlichte Basic-Hose dazu genommen, schmal geschnitten, das müssen wir aufpassen bei dir. Und wir können ruhig in die Länge gehen. Du bist groß, ne? Also ja, das haben wir ja vorhin schon beim Kleid gesehen. Ja, also das können wir uns gut erlauben. Und du kannst dieses Kleid tatsächlich auch einfach. Das kann ich auch so. Genau, mit einem Basic-Teil ist eigentlich weit genug. Genau, und ich würde dir raten, ich würde den Gürtel echt hinten immer nur zumachen. So hinten, ja. Ganz leicht nur. Wie zu meiner Jugendweihe war das schon mal aktuell. Ja, und ich würde es tatsächlich dann rein Figur umspielen, würde ich das gar nicht vorne unbedingt binden. Also du kannst es ganz leger gerade auslaufen lassen. Isolde, du kannst kommen. Ich komme. So. Guck mal. Ach, das finde ich schick. Das fühlt mich wohl. Hm? Sehr schön. Ich habe dir ja gesagt, ich möchte dir noch mal eine Variante geben, wo du oben noch mal ein bisschen anders spielen kannst. Super schöne Farbe für dich auch, das Blau. Kommen deine Augen sehr schön raus. Ich habe dir jetzt nicht die ganz lange Weste gegeben, weil ich finde, bin ich dann doch zu klein, glaube ich. Ja, ich finde, das ist jetzt wirklich ein schöner Moment, hier auch noch mal zu zeigen. Auch so ein bisschen eine verkürzte Weste. Sieht wirklich gut aus. Und es schmeichelt dir wirklich in Gänze sehr.
Ne? Also als Basic-Teil haben wir wieder diese schöne schmale Hose. Habt ihr jetzt noch mal eine Variante oben drauf gegeben und mit der Weste. Sehr schön, gefällt mir. Mir gefällt es auch. Ja? Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Style Coach. Heute ist Isolde bei mir. Isolde will sich haartechnisch auch ein bisschen neu erfinden. Hat ein sehr, sehr feines Haar, fühlt sich jetzt zu hell, hat auch schon ein Stück weit graues Haar. Ja. Naturwelle sehe ich. Also hier gibt es einiges zu tun. Und wie das Ganze nachher aussieht und was wir daraus machen, das seht ihr hier auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich hoffe, ihr habt schon abonniert. Glocke nicht vergessen und jetzt gibt es erstmal einmal Umstyling. So, Isolde, das Wichtigste, sag mir erstmal, was so deine Herausforderungen im Moment sind, was deine Haare angeht. Ja, die sind irgendwie im Laufe der Jahre sind die halt feiner geworden und das Lockige ist nicht wirklich schön lockig, sondern es ist grisselig und wenn das, dann sehe ich aus wie so ein aufgeplatztes Sofakissen. Mhm. Und es ist einfach nicht mehr schön und das Blonde ist immer, ich war vor 3 Wochen beim Friseur und habe gesagt, ich möchte es etwas dunkler oder anders oder lebendiger, aber ja. Ja, gehen wir es einfach mal einzeln durch, in Richtung Haarschnitt. Was ist denn jetzt? Ich hatte eigentlich immer einen Bob und ich glaube, so, ich brauche auch so, ich kann die Haare nicht ganz kurz tragen, mhm. Das bin ich einfach nicht der Typ. Mhm. Und ich hatte früher immer einen Bob, aber irgendwie ist das jetzt so, ja, ohne Haarfestiger oder Haarlack komme ich überhaupt nicht aus, da ist die Frisur hin. Aber was meinst denn du mit Frisur? Ja, weil ein Bob ist es ja jetzt, ja? Also, wenn ich die mir jetzt mal durchkämme, ist es ja so schon, dass das... Ich als Friseur hier ganz klar sage, du, das ist ein Bob. Ja. Aber was stört dich denn jetzt an dem Bob, beziehungsweise für was brauchst du Haarfestiger? Das fällt auch oft zusammen und dann muss ich sagen, ich hatte eine Kopfoperation, da war ja oben ein Loch drin. Und seitdem wachsen die auch ein bisschen anders hier raus. Ja. Und ich hätte es einfach gerne, dass die von vorn aus bis runter, dass das so ein Pony von hier oben geschnitten wird. Genau. So, jetzt hast du ganz viele Denkansätze gebracht, was ich spannend finde. Ja. Und ich als Friseur sage dir jetzt, das kann so nicht funktionieren, du kannst so nicht zufrieden sein. Weil du hast den wirklich eklatanten Widerspruch in deinen ganzen Dingen. Also als allererstes mal, wenn wir uns jetzt mal deine Gesichtsform angucken, wie schätzt du? Ich habe eher ein rundes Gesicht. Voll, denke ich mal. Findest du, dass das rund ist? Rundes Gesicht hat, bei einem runden Gesicht ist hier und hier auf allen 4 Seiten die gleiche Rundung. Findest du, dass das bei dir so ist? Nee, eigentlich eher ein Oval, oder? Das ist schon sehr lang. Du hast einen relativ langen Hals, wenn du dich mal hier anguckst. Mhm. Ja, also die Partie ist sehr lang und hier ist es auch sehr lang. Mhm. Habe ich immer gar nicht so empfunden. Nö, kannst du auch nicht. Mhm. Weißt du warum? Nee, warum? Weil du einen Bob trägst. So sieht man das nicht. Doch, der macht rund. Mhm. Der macht das rund, ja. Der macht das rund. Mhm. Und merkst du jetzt deinen Widerspruch? Genau, ja. Du willst, also du trägst einen Bob, guck mal, und jetzt hast du sofort blub. Ja, das ist ein rundes Gesicht. Genau. Du hast ein feines Haar. Ja, das wurde willst du einen Pony von hier hinten haben? Nee, eigentlich nicht. Der liegt so nicht. Und weißt du, was der macht? Guck mal. Mhm. Du hast eine ganz, ganz eng aneinander stehende Augenpartie. Ja, das stimmt. Und der Pony so, der nimmt die noch viel, viel weiter auseinander. Mhm. Merkst du das? Ne? Mhm. Also sprich, du machst im Prinzip mit den Wünschen, die du jetzt gesagt hast, machst du... Alles das, was du eigentlich nicht tragen solltest, ist eigentlich kontraproduktiv. Ja? Und jetzt kommt aber das Ding, was ich vor uns meine beim Friseur. Und jetzt muss dir ein Friseur natürlich sagen, du liebe Isolde, das kannst du alles so haben. Aber das macht das. Mhm. Ja, genau. Und jetzt ist ja das, was passiert denn jetzt? Ja? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, du solltest auf jeden Fall keine Kurzhaarfrisur tragen. Nee, das kann ich nicht. Ja? Also weil dann haben wir auch wieder das Thema, dass wir sagen, du bist eine relativ präsente Frau, du bist recht groß, du bist jetzt nicht super schlank. Also das heißt, wenn ich dir den Kopf, die Haare kurz schneide, wird dein Kopf klein. Ja. Wird dein Kopf klein. Und passt nicht mehr zur Figur. Dann, das würde ich so nicht sagen, aber dann tritt die Figur komplett in den Vordergrund. Auch du siehst hier, du bist hier so schmal. Du hast schon das richtige Empfinden, du brauchst hier Volumen. Ja, genau. Na? Mhm. Das brauchst du, aber du brauchst an Seiten gar nichts. Na? Das ist auch wichtig bei dir hier. Ja. Auch hier, ja, das ist wichtig. Aber alles, was hier so ist, alles, was diese Schlappis sind, das ist total unvorteilhaft bei dir. Ja. Also der Schnitt sollte so eher nach hinten gehen. Mhm. Im Nacken solltest du hier schon auch länger bleiben. Das ist total wichtig. Warum? Auch der Mund ist sehr klein bei dir. Ja. Mhm. Das ist die schmalste Stelle. Das können wir hier so ein bisschen ausgleichen damit. Mhm. Mhm. Und dann sollten wir versuchen,
dass du hier am Oberkopf ein bisschen Volumen kriegst. Was ich dir jetzt leider nicht verändern kann, ist Pony. Mhm. Ja. Der ist so kurz. Ja, der ist halt jetzt relativ kurz. Der müsste ein bisschen länger sein, weil aufgrund deiner Naturwelle der natürlich jetzt im Prinzip sich zusammenzieht und dann ist der so. Also ein Vollpony nicht. Auch der drückt wieder. Ja? Ja. Idealform ist so, weil das macht jetzt das Gesicht so ein Stück auf. Und guck mal, ohne dass ich überhaupt jemals irgendwas an deinen Haaren geschnitten habe, siehst du jetzt schon komplett anders aus. Und jetzt das Thema Farbe. Farbe, ja, ja? Genau. Da darf ich dir vorstellen, die Laura. Laura ist Hallo. Unsere Koloristin heute. Sie unterstützt mich bei deiner Haarfarbe. Ja, Laura, die Isolde hat gesagt, das Ganze ist ihr zu hell. Mir zu blond, ja. Mhm. Mhm. Hast du eine Idee dazu? Also ich sehe es tatsächlich auch so. Mhm. Es ist sehr hell, also es wirkt fast sehr eins mit so der. Eintönig wirkt das, ja. Mit der Haut? Naja, der Kontrast ist, der fehlt halt der, schon. Ja, ne? genau. So, was wir ja auch haben, wir haben ein feines Haar. Mhm. Ne? Also ein feines Haar, wenn das zu hell ist wie jetzt, mit einem grauen Ansatz. Also der Vorteil ist, man sieht es wenig rauswachsen. Mhm, ja, das stimmt. Also das hat man hier, wenn man hier mal das ein bisschen in die Kamera reinguckt, man sieht fast keinen Nachwuchs jetzt unten. Was es nicht werden sollte, ist eine wirklich dunkle Haarfarbe. Was ich mir gut vorstellen könnte, zum Beispiel wäre eine Variante, wo man sagt, hier oben ist jetzt ja wirklich fast weiß. Mhm. Das macht extrem transparent, das macht dein feines Haar noch dünner. Man würde jetzt nur die Ansätze dunkler machen und die Helligkeit in den Spitzen ausnutzen. Wir haben eine Herausforderung. Wir kriegen aufgrund dessen, dass dein helles Haar schon so wirklich komplett ausgefärbt ist, hier nur noch ganz schwer ein Pigment angelagert. Das wird heute schon gefühlt, für dich wird sowieso viel dunkler aussehen, ja, aber es wird wieder heller. Ja. Also du brauchst einen relativ, sage ich mal, einen Rhythmus vielleicht von 6 Wochen, um das nochmal zu machen und dann nochmal zu machen und dann Step by Step addiert sich die Haarfarbe und wird wieder dunkler. Schon deine Haare, schon deine Kopfhaut. Weniger ist mehr. Ja, das ist ja so ein bisschen unsere Devise. Guck mal, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, dass wir jetzt sagen, das ist jetzt mal hier wirklich ein Mittelblond. Ich würde es jetzt mal einen Ton heller noch nehmen. Ja, das ist schon eher so, wo ich sage, damit kann ich umgehen. Damit kannst du umgehen? Mhm. Ja, also das wäre jetzt was ich mir vorstellen könnte, wo man sagt, das färbt man jetzt auf die Ansätze. Um dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe zu geben, weil das wäre zum Beispiel toll hier vorne, ne? Da hätte man schon optisch mehr. Ne? Du wirst rauskommen bei einer neuen, weil eben unten nichts mehr ist. Das sieht man dann gar nicht mehr. Ja, das sieht man nicht mehr so sehr. Siehst du, jetzt ist der Unterschied schon sehr, sehr gering. Das ist zwar für dich erstmal ein Schockmoment, ne? Weil du natürlich am Anfang sagst, oh, ist das dunkel. Ja? Aber wenn du es nicht machst, dann hast du in 3 Wochen nichts mehr drin. Und dann kannst du das Geld auch sparen und die Wirkung ist auch weg. Und das Ganze gepaart mit dem neuen Haarschnitt und deinen coolen neuen Outfits, genau, denke ich, wäre eine ganz gute Idee. Denke ich auch, ja. Ja? Dann bin ich auch hergekommen. Kannst du dich damit anfreunden? Kann ich. Okay, dann fasse ich es nochmal zusammen für euch. Also, wollte gerne einen Bob und einen Pony von hier runter. Was macht das? Ein rundes Gesicht geht gar nicht. Ja? Eigentlich ist sie... hat sie eine tolle ovale Gesichtsform, die ist nur hier unten ein bisschen rundlicher. Und das müssen wir ausgleichen, weil hier oben ist es ganz schmal, indem wir hier oben von der Stufung her einfach ein bisschen mehr Volumen reinschneiden. Die Seiten müssen deutlich kürzer werden, ja. Die sie dann schön nach hinten schneiden kann, nach hinten frisieren kann. Schneiden muss ich sie. Ja. Und hier unten im Nacken bleibt es ein bisschen länger. Und das Ganze hier muss deutlich mehr aus dem Gesicht raus und darf nicht so nach unten drücken. Ja. Und wenn die Isolde für mich einfach nochmal zwischendurch und für euch immer nochmal lacht, dann sieht das Ganze doppelt so gut aus. Ja. Ja, und von der Farbe her, das Hellblond, dem geben wir ein bisschen mehr Tiefe. Ist jetzt keine spektakuläre Farbtechnik, kann aber eine spektakuläre Wirkung sein. Das schöne Blond in den Längen nutzen wir aus. Die Ansätze machen wir ein bisschen dunkler. Ich bin gespannt, was rauskommt und wie es dann im Gesamtkonstrukt mit Kleidung und Make-up aussieht. Willst du, dass wir anfangen oder willst du gehen? Nö, ich will bleiben. Okay. Lauri, du weißt Bescheid? Dann starten wir mit der Farbe.
Licensing Reimagined. So, Isolde, dein Haarschnitt ist geschnitten. Wie fühlt es sich an jetzt für dich? Ja, leichter, irgendwie locker. Oder? Ja. Ja. Also Form sieht man schon, Farbe, Haar ist auch schon ein bisschen angetrocknet. Du hattest ja vorhin so den ersten Schock. Ja, ich dachte, ja. Oh, fast schwarz, aber es ist eher aschig. Ja. Genau, also es ist ein bisschen, ne, die Spitzen sind ein bisschen heller geblieben, aber der Ansatz, und man sieht es halt, wo du, hat man schön am Anfang hat man ja gesehen, dass hier vorne fast nichts war gefühlt, genau. Weil also es einfach so hell rausgewachsen war. Und jetzt sieht man es schon. Ja, ich zeige es euch jetzt auf jeden Fall nochmal, bevor es gestylt ist, damit ihr auch seht, okay, wenn es jetzt nochmal trocknen würde, also auch da ist schon optisch erstmal ein ganz schöner Unterschied. Also auch schon so wird ein feines Haar fülliger, wenn ich einfach nur den Ansatz ein Stück dunkler nehme. Und ja, und jetzt sieht man natürlich auch schon ein Stück weit mehr Kontrast zu dem zur Gesichtshaut jetzt, wo das ja vorher doch sehr eins war. So, herzlich willkommen. Wir sind jetzt zusammen dran zu dieser Make-up-Stelle. Wir sind hier mit Isolde. Hallo Isolde. Hallo. Ich brauche erst einmal ein paar Informationen. Mhm. Was ist deine Pflegeroutine zu Hause? Was also, machst du zu Hause? Ich, ja, ich nehme zum Beispiel keine, keine Fettcreme, ich nehme nur Feuchtigkeitscreme und damit komme ich am besten zurecht. Und dann habe ich meistens so ein Gel, was ein bisschen die Haut erfrischt. Mhm. Also abends schminke ich mich natürlich ab mit dem Gel und trage dann auch wieder Feuchtigkeitscreme auf. Ich nehme keine Nachtcreme. Also nur die Tagescreme dann in der Nacht auch praktisch? Ja, ja? Genau. Mhm. Das mache ich. Und dann nehme ich Make-up und eigentlich schminke ich mich jeden Tag. Und was hast du jetzt als, als Make-up-Routine praktisch? Also Foundation? Foundation und dann ja, von Lancôme nehme ich dann das Make-up. Naja, und dann mache ich mir einen Lidstrich und mache über den Lidern ein helles Lidschatten. So praktisch, wir haben jetzt als Routine eincremen und dann Foundation. Genau. Kommt was Puder zusammen zwischen? Puder nehme ich nicht, ist mir zu trocken. Ja, Puder ist okay. Mir zu trocken. Genau. Rouge oder genau. Sowas. Und die Augen, die mache ich ziemlich, die betone ich eigentlich ziemlich stark. Mhm. Lippenstift nehme ich eher wenig, wenn dann ganz hellen oder so was Glänzendes. Mhm. Ja, und ach so, Rouge mache ich dann immer noch ein bisschen Rouge drauf. Ja, gut. So ist das. Dann, ich würde erst mal anfangen, ein bisschen Pflege. Mhm. Wir machen ein Serum erst mal rein. Haben wir schon. Ja. Serum habe ich auch immer da, sowas nehme ich auch ganz gerne, weil die Haut dann schön frisch ist. Richtig. Ja, also ist Serum so. Ist richtig, deine Tagescreme und wenn das kommt, dann noch eine Primer vor der Foundation, dann wäre auch besser. Dann kann weil ich die Foundation besser eintragen. Genau. Auch, ja? So, wir haben schon das Serum aufgetragen, die Tagescreme und wir haben der Primer auch schon aufgetragen. Und jetzt gehen wir weiter mit der Foundation erstmal. Mhm. So, wir haben jetzt zwei Tönungen vom Markt. Der eine ist zu hell für dich, das andere ist zu dunkel. So, wir können das zusammenmischen. Das kannst du aber zu deinen Händen auch zusammenmischen, ja? Mhm. Ja, das ist ziemlich gelblich, ja. Wir haben jetzt schon der Foundation gemacht, wir haben ein bisschen Concealer gemacht, wir haben jetzt die Concealer nur vorne auf die Augen gemacht und ein bisschen auf die Seiten. Dann machen wir, dann sieht alles mehr auffrisch und die Augen mehr hell praktisch. Und wir gehen jetzt weiter mit Augen, ja? Mhm. Und wir machen einfach zum die Ecke nur ein bisschen. Mache ein kleines Stück, ein bisschen so grün auf die Ecke. Und dann wir verblenden das gut, ja? Farbe, also diese Naturtönung.
drin seid um die Augen und dann wir verblenden das alles, ja? So, wir haben jetzt schon die Augen sind gefärbt, ja? Mhm. Wir haben auf die Ecke ein bisschen grün gemacht. Und vorne haben wir ein bisschen diese Naturfarbe genommen und jetzt haben wir die zwei Farben verbinden mit dieser so leicht blaulich. Mhm. Das passt mit deinem Kleid, hast du schon zu mir gesagt, wegen der Farbe. Mhm. Und jetzt machen wir weiter mit Mascara und dann fällt noch Rouge und machen wir eine Lippenstift oder eine Lipgloss. I found someone who makes me want to know a thing about love, but oh my god, I'm seeing stars with you. Tend to keep myself from diving in, I get fed up with the sink or swim, but oh my god, I'm falling hard for you. Wir haben schon die Kontur jetzt gemacht und wir haben gesagt, wir nehmen keine Lippenstift, wir nehmen zwei Lipgloss, dann sieht die Lippen mehr voll auch, ja? Genau. Ich habe jetzt zwei verschiedene Farben. Das eine ist jetzt mehr goldig, also mehr Glanz. Mhm. Und das andere ist ein bisschen Rosé und ich mische das zusammen, ja? Mhm. Ja, wir haben schon der Lippenstift, der Lipgloss genommen, weil die Lippen macht mehr voll wie eine normal und matt Lippenstift. Und wir haben jetzt zwei Farben zusammengemischt, also eine mit mehr Glanz und eine ein bisschen mit Farbe. Dann sieht alles mehr natürlich auch. Wir nehmen jetzt eine Fixing Spray, das stabilisiert alles. Mhm. Das hält jetzt 18 Stunden. Mal gucken, gut. Aber du sagst mir, sieht, ja? Wenn die Nacht vorbei ist, ob es noch hält. Genau. Also Augen zu, bitte. Mhm. Und wir lassen das ein bisschen trocken. Wir sind schon fertig. Wir haben einen sehr schönen Tag gehabt, Isolde, ich mit dem Sven als Team heute. Und meine erste Frage ist, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Gut geht's mir. Sven hat mich überzeugt, dass mein jahrelanger Bob eigentlich Unsinn war. Unsinn war er nicht. Ja, aber nicht. Aber nicht, er hat nicht dem entsprochen, was du dir gewünscht hast. Genau, er war nicht, ja. Nicht das. Ich habe mir was vorgestellt und es war also völlig verkehrt. Also wir haben einfach mal ordentlich drüber gesprochen, wir haben uns einfach mal beraten. Ich habe dir gesagt, was geht und was nicht geht. Ja. Ja, und dann, Farbe? Ich finde die Farbe toll, Sven. Genau. Ja, das ist ja immer, weißt du, das ist ja für uns Friseure ist es ja immer so, naja, wir haben es mal so ein bisschen dunkler gemacht. Ja, das geht vielleicht dem einen oder anderen jetzt draußen am Bildschirm auch so. Ja, ja. Der sagt ja, wir haben ihn jetzt groß gemacht. Ja, aber gerade das, es muss ja nicht immer dieses Riesending sein. Ja. Es muss ja nicht immer dieses komplett andere sein. Ja, für dich ist es wahrscheinlich gefühlt anders. Ich weiß, schon, ja. Ja, wenn man das Handtuch runtergenommen hat, boah, das ist ja schwarz. Ja, schwarz, sah, ne? Sah sehr dunkel aus, genau. Und das war ja eher meine Challenge, ein sehr, sehr feines Haar, was ich habe, ja, wo ich eine Gesichtsform habe, die vorher rund aussah und gar nicht rund ist und einfach aus dem feinen Haar trotzdem optisch auch Fülle zaubere. Ja, ja. Ne? Und da auch, man sieht es ja auch, wenn sie sich einfach mal so ein bisschen dreht. Ne? Also es ist jetzt hier so eine andere Bewegung, es ist ein modernerer Schnitt, es ist ein weicherer Schnitt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier kein, wie wir es manchmal haben, spektakulär von schwarz auf weiß oder von schwarz auf blond, ja, sondern es ist mal so ein reales Ding. Eine Optimierung. Mich freut das ja, wenn ich auch sowas habe, weil das ist ja das, was wir im Laden haben. Ja. Aber guck mal, ich finde die Farbe, ich bin heute zu dir gekommen und habe gesagt, Mensch, die Farbe und Haut, das passt irgendwie viel schöner zusammen. Ja. Ja. Es sieht weicher aus, also mir gefällt es wirklich richtig, richtig gut. Und ich gehe mal... Du hast ja auch aus dem Vollen geschöpft. Ich habe ja auch ein bisschen aus dem Vollen geschöpft und du hast ja gesagt, Isolde, guck mal, dass wir irgendwie ein bisschen schmaler werden, ne? Das war ja so eine Ansage, mach mal bitte. Und
du hast ja schon vieles richtig gemacht. Das muss man jetzt einfach mal sagen. Ich habe dir eine schöne, schmale Hose gegeben und viele sagen ja auch, Mensch, kann ich weiß tragen, wenn ich ein bisschen größere Hose... Das ist ja auch so eine Trendfarbe, oder? Genau, absolut, weil die kannst du halt viel kombinieren. Mhm. Ne? Und ja, kann man, wenn man ein bisschen einen dickeren Stoff auch nimmt, ein bisschen einen Jeansstoff hier und in dem Fall. Ja, und durch die Jacke ist das, streckt das ein bisschen, ja? Du sagst es eigentlich schon, es streckt schon. Wir haben aus dem Kleid eine Jacke gemacht, also sie kann das auch nochmal schön kombinieren, indem sie es auch zumacht mit einem kleinen Gürtel drum, dann funktioniert das auch als Kleid. Ich habe es hier unterbrochen mit Flower Power, also ganz viel Blume, ist auch ein Thema für Frühjahr, Sommer. Das haben wir jetzt gleich nochmal für dich mit reingenommen und ich finde, Farbe steht dir gut. Ganz wichtig, glaube ich, bei der Erde. Sonst ist man, das war ja vorher auch so, dass man gesagt hat, das war schon alles sehr einheitlich. Richtig. Ne? Auch da muss man jetzt ein bisschen gucken, ne? Deswegen ist es mit dem Blond auch so, ne? Muss man echt so ein bisschen aufpassen, dass das nicht so gleich ist alles. Und sie kann Farbe tragen, also du kannst wirklich richtig schön. Du kannst einen Himbeerton. Sommer werde ich wieder braun. Genau, du kannst einen schönen kräftigen Himbeerton tragen. Nee, du kannst aber auch das Grün. Rot, Genau. Also hier haben wir uns für das Final-Outfit, da hast du dich auch wirklich gut gefühlt, entschieden. Ja. Und was ich noch sagen möchte, weißer Sneaker geht immer. Du hast gesagt, oh, habe ich lange nicht gehabt. Aber du siehst, es sieht ganz trendig aus. Ich finde, es ist ein schönes, junges Outfit. Und wenn ihr Lust habt, beim Bräuninger zu shoppen, dann meldet euch. Ganz einfach. Entweder online oder kommt zu uns nach Leipzig. Ja. Wir sind da für euch. Genau. Und, und was ich schön finde, ist, der Tag war entspannt. Ich habe Angst vor den Kameras gehabt. Aber ich hatte echt Angst davor. Ja, warst du ein bisschen angespannt heute Morgen, ne? Ja, genau. Aber normal. War total angespannt, dachte Gott, und man merkt es eigentlich gar nicht wirklich. Und brauchst du gar nicht, du hast das toll gemacht. Ja, ganz toll. Also auch wenn ihr mal Lust habt zum Umstyling, meldet euch. Ihr braucht keine Angst haben, das läuft alles richtig gut bei uns. Wir sind ein gutes Team. Und du wolltest noch ein Schlusswort sagen. Ja, für die anderen dann gerne den Kanal abonnieren, gerne uns treu sein und auch wiederkommen. Ja. Und ja, Glocke, wenn es geht. Like da lassen, wenn es euch gefällt. Ja, und immer mutig sein. Wie gesagt, es gibt nichts, was man bei uns nicht bekommen kann. Naja, fast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.